Am 21.08. war der Auftakt der NÖN Leserdiskussionen zur Nationalratswahl im niederösterreichischen Pressehaus. Die Nationalratswahlen stehen kurz bevor und deswegen möchten wir gerne den NÖN-Leserinnen und Lesern die Chance geben, den Spitzenkandidaten einige Fragen zu stellen. In 6 Diskussionsrunden haben NÖN-Leserinnen und Leser die einzigartige Chance, an einem Tisch und auf Augenhöhe mit den Spitzenkandidaten der 6 Parlamentsparteien zu diskutieren. Die Spielregeln sind ganz einfach. Die Leserinnen und Leser können alle Fragen stellen, auf die sie schon lange gerne eine Antwort gehabt hätten. Erster Gast war der Bundesparteivorsitzende des BZÖ, Herr Josef Bucher. Wir haben uns davor bei den Leserinnen und Lesern umgehört, mit welchen Erwartungen Sie in die Diskussion gehen. Seine Ansichten besser kennenlernen und seine Meinungen und den Standpunkt, für das das BZÖ steht. Das ist eigentlich eine interessante, vielseitige Diskussion, vielleicht nicht nur Innenpolitik, sondern auch die EU-Politik, die ganzen Förderungen, wie das jetzt ist und wo es ja bewirken kann, heute halt überhaupt. Wie wir da das versuchen zu überleben, indem man sich kurz vor der Wahl neu positioniert. Ich hätte es taktisch klüger gefunden, Themen von der FPÖ aufzuschnappen und hauptsächlich überleben. Ich denke mal, es wird schon was rauskommen, was man das mehr fort, was man wissen will. Nach einer kurzen Begrüßung durch den NÖN-Chefredakteur Martin Gebhardt entwickelte sich rasch eine spannende Diskussion. Die Leserinnen und Leser stellten Fragen zu den unterschiedlichsten Themen und wollten den einen oder anderen Punkt des Wahlprogramms noch einmal etwas genauer hinterfragt wissen. Und wie hat sich Herr Bucher geschlagen? Herr Bucher kommt sehr sympathisch an, muss ich sagen. Macht einen kompetenten Eindruck auf den ersten Blick jetzt. Er weiß von den Problemen, die ich angesprochen habe, und er sieht es genauso. Das war in der Natur der Dinge. Mir war es wichtig, dass ich das einmal erzählt habe, also als Erfahrung. Also nur mal kurz, es geht um die Pensionierung. Ja. Es ist nur so, wie die Praktiken jetzt bei den Konzernen sind, also dass das auch publiziert also wird vielleicht. Und glauben Sie, ist da die Partei der modernen Mitte, das BZÖ, ein richtiger Weg in Niederösterreich? Schon, vielleicht, wenn man sagt, die freie Wahl oder dass man älteren Arbeitnehmern ermöglicht, das Wissen auf andere Weise weiterzugeben und dass man vielleicht nachher auch noch etwas machen kann für die Firma auf freiwilliger Basis. Herr Bucher, es war ein sehr interessantes Gespräch. Wie haben Sie sich eigentlich gefühlt jetzt in der Runde? Also es war sehr angenehm, muss ich sagen, sehr qualifizierte Fragen, sehr interessante Fragen. Man hat zwar auch die Möglichkeit gehabt, lange auszuführen, was man denkt. Welche Frage hat Sie am meisten überrascht? Also wenn man schon 10 Jahre in der Politik ist, dann gibt es, was Fragen betrifft, keine Überraschungen mehr. Außerdem bin ich jetzt schon seit 5 Jahren Parteiobmann. Da gibt es keine Frage mehr, die mir noch nicht mindestens 10-mal gestellt wurde. Okay, dann versuche ich es trotzdem. Gut. Warum sollte ein Niederösterreicher, eine Niederösterreicherin gerade die Partei der modernen Mitte wählen? Weil wir die Mittelstandspartei sind, weil wir dafür sorgen werden, dass die Steuern gesenkt werden, dass die Bürgerrechte bewahrt bleiben, dass mehr für Bildung gemacht wird in Österreich. Und wenn Sie vielleicht einmal in einer Patchwork-Familie leben, dort auch eine lebenswerte Zukunft haben.